Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ab und an teste ich natürlich auch ein paar Bio-Sachen. Muss auch mal sein, wenn ich denn welche finde. Und jetzt habe ich ganz exklusiv für euch gefunden, mal so zwischendrin, von der Firma Münsterland. I'm your oat, Haferdrink, Kakao. Also bleibt dran. Yo! Haferdrink, ich halte davon relativ wenig. Aber es gibt Leute, die stehen auf sowas, weil es vegan ist und laktosefrei und so weiter und so fort. Vegan geht eh nicht. Also ich bin Fleischesser, muss ich gestehen, vegan funktioniert nicht. Ja, ganz egal wie. Ja, man kann eine Zeit lang ohne alles auskommen, aber irgendwann, also mein Kaffee trinke ich nur mit Milch, ja. Da schütte ich mir kein Hafermilch rein, kein Mandel, kein Kokos, kein, also, ne, Kaffee muss nach Kaffee und Milch schmecken und nicht nach Kaffee und Hafer oder Kaffee und Kokos oder Kaffee und Mandel. Nein, muss nicht sein. Egal. Ohne Nüsse, ohne Ei und ohne Milch. Ja, dafür aber 70 Kilokalorien auf 100 Milliliter, also ist eine Kalorienbombe, hat 12 Gramm Kohlenhydrate, was auch noch mal reinhaut, und davon Zucker, 5,5 Gramm Zucker, was auch eine ordentliche Tatsache ist. 5,5 Gramm Zucker, ja. Leute, Firma Münsterland, die macht einen sehr guten Kakao im Übrigen. Ich weiß nicht, ob ich den schon getestet habe. Wenn nicht, muss ich das nachholen. Der Kakao von denen ist echt super, muss ich wirklich so sagen. Ja, vom Design her sieht's klasse aus. Ist gut gemacht. Ist auch so Herz hier drauf. Ich liebe Kakao und so weiter. Ja, ist super gemacht. Ist wirklich sehr schön. Fand es auch am Start. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen unsicher, weil kein wiederverschließbar. Und da ist was Milchähnliches drin. Das heißt, wenn man das eine Zeit lang in, also wenn man so wie ich mache, in der Tüte das sammelt, und wenn das eine Zeit lang da drin ist, dann wird das wohl Würmer anlocken. Oder es wird abmockern, richtig Bum-Bum machen. Deswegen werde ich das so machen. Wenn ich zu Hause bin, werde ich diese Dose ausspülen und dann reinlegen. Na, braucht man halt Wasser mehr dafür. Dafür kann man jetzt alle Milchsachen auch abgeben. Tja. Wenn man das nicht macht, dann kommt man an diesen Pfandautomaten, dann stinkt es da wie die Hölle. Ja, dann in den Pfandautomaten sammeln sich dann Würmer und alles. Na gut, das wird sich von Zeit zu Zeit zeigen. Ich mache da nicht mit, deswegen wird das von mir leicht ausgespült. Dann stinkt es auch nicht. Ja. Also, vom Aussehen gibt's eigentlich schon mal gut Sterne, aber öffnen wir erstmal. Es klingt ordentlich nach Dose. Und es riecht erstaunlicherweise, ja gut, man riecht, dass Hafer drin ist. Das riecht man einfach. Aber es riecht ein bisschen wie Schokoeis. Schenken wir ein. Ja, es ist auch dickflüssig. Kakao ist ja eher dünn. Aber das ist eher so wie so, ja, ein bisschen flüssiger als Pudding vielleicht. Ja, es sieht auch so aus, als ob es irgendwie so eine Haut hätte wie Pudding, ja. Haferpudding, das könnte ich mir vorstellen zu essen. Ja, Haferpudding, ja. Aber eigentlich im Grunde brauchst du nur das, bis sie kalt stellen oder ein bisschen andicken und dann hast du Haferpudding. Denke ich mal. Ja, also vom Design her, aber es hat keine Bubbles, ist klar. Aber es sieht cool aus. Also das muss man wirklich sagen. Es gefällt mir sehr gut. 5 Sterne vom Design. Und hier, das sieht aus wie flüssiger Pudding. Guckt euch das an. Wie flüssiger Pudding. Geil. Prost! Ja, also ich bin ja da völlig unvoreingenommen, muss ich sagen. Wenn was nicht schmeckt, dann sage ich das. Und wenn etwas schmeckt, dann kann ich das euch auch durchaus mal zugeben. Und das hier, es schmeckt wirklich einzigartig gut. Das ist der beste Haferdrink, den ich bisher getrunken habe. Und das hat nichts
mit Bio, nichts mit vegan zu tun. Wenn mir etwas schmeckt, dann ist mir egal, von was es ist. Ob es von koscherem Hafer ist oder unkoscherem Schwein oder unkoschere Ente oder Hund oder Katze oder wie auch immer. Solange es schmeckt, ist mir scheißegal, woher es kommt. Dann kann das von mir aus auch aus Brennstäben gemacht sein oder so. Ist scheißegal. Solange es schmeckt, ist es in Ordnung. Na? Und dieser Drink bekommt von mir satte 5 Sterne von 5 möglichen Sternen. Weil es schmeckt wirklich einzigartig gut. Winzerland, habt ihr gute Arbeit gemacht. Ne? Schnell mal leer trinken noch. Und wie gesagt, als kleiner Tipp an euch, macht das am besten wie ich. Spült das Ding ein bisschen ganz leicht ausspülen. Ihr könnt ja einen Daumen drauf halten, ein bisschen schütteln und dann haben die Leute, die diese Einkaufspfanddinger sauber machen müssen, weniger Arbeit. Also wirklich, da kann man ein bisschen Hygiene walten lassen. Ne? Gut, jetzt meine Frage an euch. Trinkt ihr so Sachen? Gebt ihr euch sowas, so Hafersachen, so Mandelsachen und so? Wenn ja, schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr den hier findet. Wenn ihr den kennt, 5 Sterne für den Geschmack, habe ich schon gesagt. Ach so. Das würde mich wirklich interessieren. Auf was steht ihr mehr? Auf vegane Produkte? Auf Bio-Produkte? Seid ihr vegan? Seid ihr nicht vegan? Seid ihr Fleischesser? Seid ihr nicht Fleischesser? Wir können alle Freunde sein. Schreibt mal unten rein, wie ihr das seht. Na, ich für mich habe irgendwann entschlossen, dass ich zum einen ein Junge bin, der in einem jungen Körper geboren worden ist, und zum anderen, dass ich Fleisch esse. Ganz einfach. Ja, sofern da ist. Wenn kein Fleisch da ist, ja, dann kann ich keins essen. Ganz einfach. Wenn es da ist, ist okay. Gut, ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst ein Abo da und gute Fahrt, Jungs und Mädels!